Also ich finde Berge einfach deswegen wichtig, weil sie, erstens darf man nicht übersehen, dass sie 20, ja fast ein Viertel der Landoberfläche bedecken. Also das zeigt schon einmal ihre weltweite Bedeutung. Dann sind sie natürlich auch klassischerweise Hotspots der Biodiversität. Aufgrund einfach ihrer Höhenerstreckung, ihrer Topografie haben wir vielfältige kleine ökologische Nischen mit ganz unterschiedlichen Anpassungen. Also auch das finde ich faszinierend, dass man Berge wie ein wunderbares ökologisches Labor nutzen kann. Man kann hinausgehen ins Freie und findet eben entlang eines Höhengradienten etwas, was man sehr mühselig sonst im Labor und auch nicht so komplex im Labor produzieren könnte. Also das ist eher die wissenschaftliche Seite. Die persönliche Seite ist, ich bin in den Bergen aufgewachsen. Ich lüfte mein Hirn aus, wenn ich wandere, wenn ich bergsteige. Also ich finde es einfach traumhaft, auf den Berg hinaufzugehen und dann oben eine wunderbare Aussicht zu haben. Man kann richtig entspannen oder man sieht dann plötzlich einen Adler aufsteigen oder Schneehühner laufen oder Gämsen springen. Also ich denke, es ist für die Erholung eine sehr schöne Umgebung. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt, die Landschaft ist einfach traumhaft. Es gibt eben aufgrund dieser Höhenerstreckung, dieser ganz unterschiedlichen Topografie, gibt es auch wahnsinnig viel in den Bergen zu entdecken, was man vielleicht im Flachland weniger tun kann.